An diesem Freitag startet am Parkplatz der Neumarkter Sternwarte eine Fackelwanderung mit Sternbildführung für Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene. Unter fachkundiger Astronomiebegleitung kann man vom Höhenberg aus einen Blick auf die Stadt und auf den Himmel darüber werfen. Anmelden sollte man sich per E-Mail beim Team der Sternwarte. Unkostenbeitrag, einschließlich Fackeln, 6 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder. Die Radtour der AOM-Gemeinden startet an diesem Sonntag um 13.30 Uhr am Freistädter Volksfestplatz. Von dort geht es unter der Leitung von Bürgermeister Alexander Dorr unter anderem nach Hilpoltstein, Eckersmühlen und Mörsdorf. Auf dem Programm steht eine Eispause, eine Schleusenbesichtigung und der Besuch des Pfarrfestes. Die Teilnahme ist gratis. Zum letzten Mal in dieser Saison bekommt das Treidelschiff Elfriede am Sonntag ein Pferd vorgespannt und lädt zu einer gemütlichen Bootstour auf dem alten Kanal. Die Fahrten beginnen von 13 bis 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde und kosten 4 Euro für Erwachsene. Treffpunkt ist an der Anlegestelle in Schwarzenbach-Burgthann bei der Gaststätte am Ludwigskanal. Und am Freitag, den 6. September, feiert der Neumarkter Verein K3 sein Sommerfest. Mit dabei der Liedermacher Erik Stenzel, welcher als Straßenmusiker begann und mittlerweile erfolgreiche CD-Produktionen vorweisen kann. Los geht's um 19 Uhr im Raumwerk in der Kerschensteiner Straße 2 in Neumarkt. Karten kosten an der Abendkasse 13 Euro.